Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Wir sind immer noch hier im Raum der Wünsche und ich glaube, es sind ein paar Sachen fertig geworden. Ein paar andere brauchen noch ein bisschen. Und ich hatte doch auch irgendwie Ausrüstung zum Identifizieren. Die Samtschul... Nee. Der Samtschulumhang. Taugt der was? Wo ist er denn? Ich sehe es nicht. Jawohl, der taugt was. Erhöht der Schaden mit der Alraune? Ja gut, wir brauchen dringend einen Händler. Das Inventar schon wieder so voll ist. Und ich brauche dringend, ich muss zu Madame Kogawa muss ich zurück. Na dann los. Let's go there. Sie lehrt mir wohl einen neuen Spruch. Was ist mit dir? Du bist ja ganz schön nervös. Rebellio. Ja, weg ist die Tür. Wer denn da? Da brennt was. Ja, das habe ich wohl schon gelöst. Was haben Sie jetzt? Wenn ich alt bin, setze ich mich in einem kleinen Dorf zur Ruhe. Da muss ich hin, da muss ich hin. Ich hoffe immer darauf, dass ich noch irgendwo Augenkisten finde. Die hier noch so rumstehen. Aber so wie es ausschaut, gibt es wohl keine Heulerkisten mehr. Also ich meine Augenkisten. Revelio. Es gibt noch Räume mit Schlössern, aber angeblich soll ein Geheimgang nach Hoffnung führen. Die Schlösser habe ich ja. Oh, falscher Weg. Bin hier total falsch anscheinend. Die Schlösser habe ich ja noch gar nicht enträtseln können, wie man da rankommt. Ich habe mal einen Igel beschworen, aber er ist leider nach ein paar Minuten verschwunden. Ja, die gute Dame, die wohnt ja außerhalb, stimmt. Dann schauen wir doch mal, was sie uns beibringen möchte. Willkommen zurück. Sind die Aufgaben erledigt? Oh ja. Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das zeugt von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähige Sucherin erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise.
Präzise, bewusste Bewegungen. Okay. Präzise, bewusst und alle Varianten. Linke Maustaste, Space, F und rechte Maustaste. Na dann. Los geht's. Oh oh, Klemme. Aber ging nochmal alles gut. Arresto Momentum. Verlangsamt die Bewegung von Gegnern und Objekten. Je größer das Ziel, desto weniger stark wirkt der Zauber. Sehr gut. Sie sollten den neuen Zauberspruch so oft... Ich sollte ihn wohl üben. Hm? Ich habe hier noch einen freien Slot. Vielleicht noch bevor Sie gehen. Ja, dann. Weiter so. Gut gemacht. Schon sehr bald beherrschen Sie Arresto Momentum. Arresto Momentum. Schön. Dann war's das. Dankeschön. Da fliegt einer. Ja. Oh, ich sollte noch den Kräuterkundeunterricht am Tag besuchen. Wingardium Leviosa. Das ist jetzt derselbe Weg wieder rein, den ich gerade gekommen bin? Wahrscheinlich schon. Kräuterkunde, da war ich ja tatsächlich gerade, ne? Was mach ich? Jawohl, da bin ich ja schon. Kräuterkunde. Na, Leute. Sie können sich ja gar nicht. Die Diptams kann ich mitnehmen, oder? Dankeschön. Aber da muss ich gar nicht hin. Da war ein Maxima-Trank unten drunter. Okay. Achso, jetzt ist falsches. Falsche Zeit. Professor Garlic. Professor, wie kamen Sie dazu, Kräuterkunde zu lehren? Ja, wie? Dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahr gewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Er war sicher untröstlich, aber für sie war es ein Glücksfall. Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Scharfsinnige Pflanzen. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Vermutlich. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Ja, Was für eine Pechsträhne. Er tat mir natürlich leid. Aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula. Und, tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an.
Ich hatte ja keine Ahnung. Wie furchtbar. Er ging zuletzt wohl nach Rumänien. Ich habe gehört, er hat ein plötzliches Interesse an Drachen entwickelt. Man kann nur hoffen, dass er mehr Freude an der Arbeit mit Ihnen hat, als an der mit Pflanzen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag und noch. Und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Ja. Bin total nett zu Wiggenbäumen. Naja. Da ist nichts drunter. Aber ich muss den Kräuterkundeunterricht am Tag bedienen, besuchen, meine ich. Und ich weiß ja gar nicht, wie viel Tag es ist. Also wie spät ist es denn? Also wie viel Uhr? Also ich meine, aber ich kann jetzt hier auf Warten drücken. Warte hier um die Zeit vom Tag bis zur Nacht oder von der Nacht schneller vergehen zu lassen. Ja. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ich freue auch mich. Das hat irgendwie nicht funktioniert, hä? Nochmal? Ja. Und jetzt? Jetzt ist es viel heller. Aber da hinten, mein Zauber ist immer noch am Stand. Oi. Lecker, lecker. Kaukohl. So, jetzt kriege ich aber was beigebracht. Ich habe hier zweimal gewartet und das ist immer noch nicht fertig. Na dann. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Okay. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Anmutig? Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgabel. Okay. Dann gebe ich jetzt mein Bestes. Wingardium Leviosa. Warte mal. Warte mal, da steht ja was. F, V, Q, E, um die Distanz und Rotation einzustellen. Ah ja, das war natürlich sehr etwas, gut. Was ist jetzt immer noch ein Problem war. Wingardium Leviosa im Gewächshaus. Ich habe ein paar Kisten in den Nebenraum gestellt. Wir sind Christen, das stimmt, ja. Leviosa. Aber ich sehe es gar nicht. Wo ist es denn? Bin ich blind? Pulsar? Ja, ich bin blind. Oder ist das jetzt einfach aufgewertet worden? Also, oder habe ich es erst jetzt?
Na, da steht immer noch Levioso. Da steht nicht Wingardium Leviosa. Also ich bin jetzt irgendwie enttäuscht. Warum mache ich denn Protego? Ja, aber das ist es nicht. Ich bin tatsächlich wahrscheinlich blind. Imperio, Grusio und Avada Kedavra. Das sind die unverzeihlichen. Ach, da ist es ja. Mann, wie schlecht. Das ist so falsche Farbe irgendwie. Na gut. Was? Wieso hat er das jetzt gemacht? Ich kann leider die... Ich kann die... Ich kann die... nicht ändern. Wenn ich Wingardia Leviosa mache. Ja, jetzt auch. So. Jetzt kann man das hier drehen. Ja, das wird nicht mein Lieblingsspruch. Gut. Aber die Frage, was mein Lieblingsspruch wird, da kann ich ja nochmal drüber nachdenken und vor allem auch, was ich denn als nächstes mache.